Willkommen zurück, Sportfreunde, zum nächsten Teil von Virtual Tennis 4. Und wie wir sehen, wir haben den Spieler nochmal neu gemacht, Chris Tsotos, weil der andere hat mir einfach viel zu dämlich gestöhnt und deswegen habe ich nochmal gespielt und den Schwierigkeitsgrad auf die höchste Schwierigkeitsstufe gestellt. Ich denke, wir werden schon irgendwie klarkommen. Ja, hier, Antwort, Advantage Series China. Tsotos, Ihre Sterne haben das erforderliche Level erreicht. Sie haben sich nun für die Teilnahme am Turnier qualifiziert. Gehen Sie zum Austragungsort, um teilzunehmen. Ja, gehen wir zum Austragungsort und nehmen teil. Aber erstmal würde ich sagen, wenn ich so meine Kondition sehe, werden wir mal eine kleine Pause machen. Ah, schön ruhen. Ah, so ganz wurde sie aber nicht wiederhergestellt. So, hier können wir nochmal ein Ticket kaufen. Kaufen wir mal lieber ein Ticket. Mischticket. Ihre Aktion für die Verwendung dieses Tickets. Einen Tag abgezogen. Okay. Kaufen wir noch ein Erholungsticket. So, und dann gehen wir mal auf, wo ist das? In Yantai? Doppelübungsmatch. Kommen wir mal auf eine Ruhepause. Wo ist denn das Turnier? Einzelübungsmatch? Ach du Scheiße. Da hinten ist das Turnier erst? Nein, hier, ne? Shanghai, da wollen wir hin. Da haben wir nochmal eine ordentliche Ruhepause. Ja gut, dann spielen wir mal das Doppelübungsmatch. Ja, bitte bring mich dahin. Wir spielen zusammen mit dem Tenniel, glaube ich. Aufschlag, Spieler 1. Schauen wir mal. Komm, mach's, Junge. Und hau ihn doch rein. Ja, schön hier. So, das muss wieder klar machen. Boah, genau auf die Kante. Und schön. Jawohl. Wie schnell man doch so ein Spiel lernen kann. Und ich habe zwischenzeitlich nicht gespielt, bis auf das Nachspielen wieder. Und habe ich schon erwähnt, dass wir den höchsten Schwierigkeitsgrad spielen. Ich hoffe, das ist nur wegen dem Anfang so und dass es noch deutlich schwerer wird. Jawohl. 40-0. Aufschlag von Augenbraue. Boah, schön. Das Ass hier. Woo! Ja, da springt sie hoch. Sieg. Wir haben gewonnen. Ein bisschen Belohnung wieder. Und ich weiß nicht, Aufsteiger, Ihre Leistungen haben folgende Wertung erzielt. Aufsteiger. Wir sind wieder aufgestiegen. 28 Punkte. Boah, die oben sind da noch ganz weit weg. Hey, Ihre erste Beförderung. Glückwunsch. Vergessen Sie aber nicht, dass Sie auch andere Spieler zu verbessern versuchen. Wenn Sie jetzt nachlassen, haben Sie verloren. Um Spitzenspieler heranzureichen, müssen Sie dranbleiben. Ach so. Wir sind bald in Shanghai für das Turnier. Sind Sie soweit? Ja, klar. Ich wollte mal in meinen Club gehen und mal sehen, ob ich mir schon ein bisschen was hier zum Anziehen kaufen kann, oder? Oder Stilübungen. Was können wir denn da noch machen? Das geht noch nicht. Gut, aber vielleicht können wir ein bisschen im Ausrüstungskatalog ein bisschen was kaufen, so ein neues Shirt oder so. Das sieht alles nur so ein bisschen... Ja, es soll so ein bisschen stylischer sein, ne? Wir sind ja hier einer der ganz Großen, wollen wir ja werden. Oh ja, wow. Na, ich würde sagen, Weiße sieht immer noch besser aus als das Graue. So. Gut. Gucken, was wir noch für Shorts haben. Oh, hier so weiß-schwarz. Ja, bitte. Ja, ja. Brauchen wir schon Schweißbänder? Die nehmen wir aber auch in Weiß. Das muss ja so zusammenpassen. Beidhändig, bitte. So. Und Schläger. Was gibt's denn hier schon Feines? Boah, nehmen wir einfach mal den. Wir haben ja Kohle. Kopfbedeckung, gibt's da schon was? Nee.
Gut, was ist hier noch bei Shorts? Ach, guck mal, hier gibt es auch noch lange. Na, da kaufen wir doch lieber die hier. Das sieht doch viel besser aus. Ja. Gut, wir sind modisch angezogen. Und können jetzt weitermachen. Und bewegen uns. Was ist das hier? Boah, gehen wir einfach mal dahin. Leichter Unfall. Sie haben ihren Geldbeutel fallen gelassen. Sie haben 2500 Gold verloren. Ja, weil er runterfällt. Ich nehme am kommenden Turnier Advantage Series teil. Ich bin schon sehr auf Ihre Form gespannt. Hallo, ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, dass ich einfach so schreibe. Ich heiße Chris. Ich auch. Neulich sah ich sie Tennis spielen. Ich sah, mit welcher Entschlossenheit sie den Ball hinterherjagten und wurde sofort zum Fan. Ich würde ihre Karriere gern weiter verfolgen, wenn sie es nicht ausmacht. Doch. Hau ab. Verschwinde. Ja, Trainingslevel 1. Wir nehmen das, was geht. Ah, das war wieder das mit den Wellen. Okay. Treten Sie auf die Schalter. Machen wir. Wir müssen die Schalter aktivieren. Oh Gott, jetzt kriegt er den Ball nicht mal zurück. Ach so, und wenn er den Ball nicht kriegt, gibt es auch nochmal Punkte. Gut zu wissen. So, jetzt haben wir hier alles voll gemacht. Ja, das sieht doch gut aus. Beeilen Sie sich. Wozu denn? Sieht doch gut aus. 2400 Punkte. Hä? Hör mal. Da brauchen wir gar nicht mehr. So, jetzt haben wir schon 3400. Oh, schöner Schlag. 4 Sekunden noch. Erfolg! Jawohl! 3400 Punkte. Das sah gut aus. Stufe 10 haben wir jetzt schon Schlagfähigkeit. Schlagfähigkeit hat Stufe 10 erreicht. Die Stil übrigens Hardstädte wurde freigeschaltet. Wandmatch ist auf einem Höhenlevel verfügbar. Jawohl, wunderbar. Klingt doch gut. Machen wir gleich die Stilübung, oder? Ich meine, wenn wir schon Stilübung haben, why not? Lass knacken. Manchmal können Sie mit Aktionsticket, die ich Ihnen gebe, nicht überall anlanden. Sie sollen, sollten Sie ein Marketing-Aktionsticket kaufen. Ja. Danke, das weiß ich schon. Sie das Ticket bekommen, Sie brauchen bla 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 bla. Wissen wir alle schon. Ja. Her mit der Stilübung. In meinem Club gab's die. So. Da lass knacken, da ist die Stilübung. Harte Schläge. Nein, doch. Ja. Und jetzt? Zum Stil wechseln? Ja, bitte. Das war's schon. Achso, ja, harte Schläge steht da jetzt. Gut. Gut. Wenn er das sagt, harte Schläge sind drin. Bewegen wir uns weiter. Also, was ist das jetzt hier? Dann nehmen wir das einfach mal. Kleine Spende. Ja, Mensch, warum nicht? Ich kann es kaum erwarten, dass das Turnier China losgeht. Ich will endlich mein erstes Match spielen. Sie freuen sich auch drauf, oder? Ja. Müssen wir nur eins gehen und hoffen, dass wir nochmal eine 1 kriegen. Puh, haben wir Glück gehabt. So, Kondition ist wieder voll. Also das ist ein Pflicht... Oh, ich dachte schon, ey, wir haben nicht das richtige passende Ticket dafür. Oh, wir fangen gegen unseren Doppelpartner an, Daniel. Im Halbfinale des Advantage-Turniers. Chris Todos gegen Daniel. Gegen Daniel Bryan. Jawohl, das war doch mal schönes Surf und Volley hier. Übrigens habe ich beim Fortgeschritten auch mal einen Punkt verloren. Oh, der sah nicht so gut aus. Boom. 30-0.
Wird ja gerne mal ein bisschen was passiert, wenn dieser Balken da voll ist. Oh, der war zu weit. 30, 15. Boom, was für ein... Ach nee, ein Doppelfehler, schade. Ich dachte schon, ich hätte ihn perfekt serviert. Nimm das. Und das. 40, 15. Ja, Tenniel scheint jetzt hier nicht die Herausforderung zu sein. Fehler. Okay, wir sollten die lieber jetzt ins Feld schlagen. Hier, Schlag! Den hauen wir dir um die Ohren. Schade. Oh, 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 oh. Den holen wir gut. Jetzt sind wir ans Netz gekommen, aber konnten den nicht mehr so richtig reinhauen. Schade eigentlich. Boom! Das war mal ein Schlag. Aber auch den kriegen wir wieder um die Ohren. Ihr seht, auf dem Schwierigkeitsgrad ist es schon ein Ticken schwerer. Gott sei Dank. Boom! Und nochmal! Jawoll! Spielspieler 1. Wir führen 1-0 in Sätzen. Boah, kein schlechter Aufschlag hier von ihm. Wieder ein Tick zu spät. Aber schön aufgepasst. Jetzt haben wir harte Schläge voll. Ich habe nur keine Ahnung, wie wir diesen Superschlag jetzt einsetzen. Ach, der kommt automatisch. Ja, das war ja ein toller Superschlag. Und dafür die ganze Mühe. Wow, schöner Return von ihm. Aus der Bedrängnis heraus. 15 Stand. Boah. Jetzt gibt's aber hier um die Ohren. Alter Schwede. Ja, Tennisfreunde. So kann auch schon mal ein sicher geglaubter Punkt weg sein. So, jetzt hinterher ans Netz, jawohl. 30 beide. 30 Stand. Wow, Slice-Aufschlag. Den haben wir ja mal... Oh, was für ein Bäckerhechter! Komm, hol ihn dir! Nein! 40-30. Oh je. Wow, da hat er uns richtig verarscht. Noch, nee. Spielspieler 2. Ah, Tinel. Aufschlagspieler 1. Ab und zu habe ich das Gefühl, es leckt ein bisschen. So wie jetzt gerade. Ich hoffe, das hält sich dann in Grenzen, wenn ihr es schaut. Super Schlag. Den kriegen wir. Atomare Vorhand, ja. Jetzt hau ich den um die Ohren, sagte ich. Ja, toll. Kriegen wir den Passierball. Und liegen schon wieder zurück. Schöner Schlag hier die Linie lang, aber auch den kriegt er, den Grundlinienschlag. So, jetzt gib ihm den Passierball. So, den dürfte er jetzt aber mal nicht kriegen. Jawohl. 15 beide. Ach komm, ich hab doch nur ganz kurz dahin gedrückt, ey. 15-30. Oh, Junge. Gott, wir sind viel zu weit vorne, aber jetzt dieser Fehler.
Ja, komm, 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 komm. Oh. 15:40. Oh, oh. Zwei Matchbälle für Tinel. Eieiei. Ja, nehmen wir lieber die sichere Variante. Oh, den verstolpern wir ja komplett. Boah, und dann kriegen wir den harten Schlag und damit verlieren wir unser Match gegen Tinel. Ja, dumm gelaufen. Da freut sich unser Gegner und wir gucken ganz schön dumm aus der Wäsche hier in der ersten Runde. Ja, meine lieben Freunde, ich hoffe, ihr seht, der Schwierigkeitsgrad ist erhöht worden. Und das ist auch gut so, ja? Ich will Niederlagen. Denn ohne Niederlagen weiß man seine Siege nicht zu schätzen. Und Tinel hat auch am Ende das gewonnen. 2 Sterne gibt's dafür. Ihr Abschnitt beim großen Turnier neulich war bedauernswert. Dennoch müssen wir jetzt aufs Turnier im Asia Championship konzentrieren. Unser Weg durch China und Vietnam zum Chinesischen Meer. Okay, auf diesem Schiff wird also ein großes Turnier ausgetragen. Das ist ja auch mal nice. Ja, ja, danke, Tinel. Er sagt uns nochmal ganz nett, dass wir keine Chance hatten gegen ihn. Finden wir aber richtig nett von ihm, oder? Okay, da müssen wir hin. Also wir hier Singapur und dann auf dem Weg nach Australien. Und in Australien ist dann auch hier wahrscheinlich... Nee, das ist das Doppelturnier. Da ist Melbourne. Ja, liebe Freunde. Wir können jetzt aufhören in diesem Part. Werden den hier an dieser Stelle beenden. Wenn ihr weiter dran gefallen habt, ich denke, es macht auch ganz gut Spaß. Es ist ganz gut zu Let's Playen. Es ist jetzt doch die Spannung drin. Das doofe Stöhnen ist weg. Wenn ihr irgendwas anzumerken habt, schreibt es in die Comments. Ansonsten hoffe ich. Wir sehen uns wieder beim nächsten Part. Kommt auf die Klicks an. Wenn der Part genug Klicks erhält, geht es auch weiter damit. So einfach ist es. Denn wenn es keiner sehen will, brauche ich es ja auch nicht spielen. Ne? Also bis dahin. Tschüss, euer Zotos. Bye, bye.